Congratulations! Red, yellow, green. Three famous lights have conquered the world. Traffic lights first saw the light of day in Cleveland, Ohio, USA, on August 5th, 1914. Happy 100th birthday! Die Ampel gibt es seit 100 Jahren. Im Wesentlichen war sie dafür vorgesehen, um Verkehrsunfälle mit Kutschen oder auch Fahrzeugen damaliger Art zu verhindern. As a concept, traffic lights predate the automobile. In 1868, a signal mast with semaphore arms controlled London traffic. In 1914, the first electric traffic lights went into operation with just two lamps, red and green. In 1924, a set was installed at Berlin's Potsdamer Platz, which at the time had the heaviest traffic in Europe. Früher waren Ampeln mechanisch aufgebaut und waren damit auch in ihrer Leistungsfähigkeit einfach stark begrenzt. 40 years later, modern society has become mobile and the streets are congested. The hour has come for modern traffic control. In the 1980s, traffic is controlled electronically. Pedestrians and car drivers can make quicker progress again. All the threads come together at the traffic control center. The digital age controls traffic flows. Heute sind Ampeln wirklich kleine Rechenwunder. Die neueste Innovation, die wir bei Siemens haben, ist, dass Sie die Ampel der Zukunft nie wieder ausschalten müssen, wenn Sie ein Software-Update vornehmen. Und ein Beispiel aus der Praxis ist, jeder von uns ärgert sich, wenn Anlagen ausgefallen sind. Es ist auch sicherheitsrelevant. Und das wird es in Zukunft nicht mehr geben, weil die Anlage einfach durchläuft, während der Techniker vor Ort das Gerät updatet und auf den aktuellsten Stand bringt. Over the decades, traffic lights have become increasingly intelligent. With the most up-to-date traffic control, they react to the current traffic as well as to the weather conditions and optimize the traffic flow accordingly. Ein weiterer Aspekt ist, dass wir bei Siemens daran glauben, dass wir die Energieeffizienz der Lichtsignalanlage als solches optimieren müssen. Das heißt, wir versuchen oder unternehmen elektrotechnisch alles Mögliche, um den Stromverbrauch an einer Lichtsignalanlage zu reduzieren. Das spart jede Menge CO2, schont damit die Umwelt und im Übrigen natürlich auch die Budgets der öffentlichen Hand. The Siemens factory in Augsburg, Germany produces 22,000 sets of traffic lights a year. A city with about 700 intersections can save more than 1 million euros in energy costs annually by retrofitting their traffic lights with LEDs. Die LED-Technik ist ca. 90% energieeffizienter als herkömmliche Glimmlampentechnik und hat darüber hinaus den Vorteil, dass die Lebensdauer deutlich höher ist. Alle Geräte, die wir hier auch bauen, sind kundenspezifisch konfiguriert. Wir fertigen nichts auf Lager. Wir sind heute in der Lage, von überall auf der Welt einen Zugriff zu den Ampeln zu realisieren. Die heutige Technologie ermöglicht uns das und wir können unsere Kunden bestmöglich unterstützen, indem wir uns in den Controller einwählen und dort auch sozusagen, wir sagen dazu, vorausschauende Wartung betreiben, um einen Ausfall einer Lichtsignalanlage möglichst zu verhindern. At intersections without traffic lights, chaos reigns and accidents are waiting to happen. The triumphal advance of traffic lights has definitely been worthwhile. Die Ampel wird es in Zukunft noch geben, auch in der Form, wie wir sie heute haben, rot, gelb, grün. Allerdings, das, was dazukommen wird, ist, dass die Lichtsignalanlage, die Ampel, sehr, sehr stark mit der Infrastruktur und mit den Verkehrsteilnehmern kommunizieren wird. There will be a reason to celebrate the next big birthdays. Happy 100th birthday to the traffic light. Congratulations!